Und hiermit ein herzliches Willkommen zum ersten inoffiziellen Boyband-Simulator. Heute mit dabei, ich natürlich, der Kamikaze Kakadu, und hier neben mir tanzt sich schon ein vom Ast, der gute alte Tro. Everybody, rock your body right. Yeah, Kami's back, alright. Okay. Passte sogar gerade von der Move her. Und weg vom Schuss, aber nichtsdestotrotz auch mit in der Band, ist der gute Pox. Hallo, Hilfe, holt mich hier raus, ich bin kein Star. Und der Sunny, der leider gerade zwischen den Aufnahmen abgecrashed ist. Ja, und ich habe jetzt ein ganz einfaches Problem, ich kann euch nicht mehr helfen. Oh, aber das wusstest du doch vorher, dass wir uns nicht mehr zu helfen ist. Nein, das meine ich damit nicht. Also, dadurch, dass das Spiel gecrashed ist, zählt das als tot. Das heißt, ich bin irgendwo mitten in der Luft, jetzt liegt meine Seele und dementsprechend sind meine kompletten Fähigkeiten. Nein, die liegt weg. Nicht in der Luft, die liegt hier vorne bei mir, die habe ich vorhin gesehen. Okay, dann muss ich mir jetzt irgendwie ein Jetpack bauen wieder, um wieder zu euch rüberzukommen, weil ich sitze auf der großen Insel fest. Ach du Scheiße, ja. Mitten im großen Insel. Gebiet ohne wirkliche Ausrüstung. Wärst du mal nicht in die große Weite weggegangen. Ja, hätte ich mal meinen Uplink vorher aktiviert. Ja. Aber gut, so. Ein Jetpack zusammenzubauen dauert nicht lange. Gut. So, Kami, dann ja. Müssen wir erstmal weitersuchen, ne? Ja. Nachdem ich wir jetzt noch keine Bewertung vom Dieter bekommen haben, ne? Der kann das ja in die Kommentare posten. Also ich würde ja mal sagen, das war wie wenn man einem Frosch hinten drauf tritt oder so. Ich weiß, meine Dieter ist. Die Imitation ist sehr schlecht, aber. Aber die beste, die wir haben. Also ich fand, das war so mega geil. Oh, Droh. Das sind ja ganz versteckte, schlummernde Talente zu hören. Ja, hör dir nicht von ihm Cherry Cherry Lady an. Oh. Oh. Cherry oh. Cherry Lady. Das ist genau deine Tonlage, Droh, genau. You're my heart. Das you're passt my auch sicher soul. Gut für seinen angekratzten Hals. Richtig. Er freut sich darüber. So, jetzt sind wir hier wieder bei dem Element X. Gut, hier ist wieder diese Lootkiste. Will ich nicht doch eine Flare werfen? Nein, lass sie. Wenn sie unterwegs sterben, müssen sie den ganzen Weg nochmal laufen. Hier ist so. Eine Lootkiste. Und der Sunny hat gesagt, man konnte die Lootkiste sehen. Man musste nur runtergucken. Das heißt, ich renne jetzt hier nach oben. Ja, aber hier sind zu viele Steine. Ich glaube nicht, das dass die Loot... Das kann gar nicht sein, weil Pox die wir gesehen haben, abgebaut hat. Achso. Das ist ungünstig. Aber bei dem Dungeon in dem Wald wart ihr schon verdammt nah dran. Ja, da sind wir ja. Dann müsstet ihr die Basis aber eigentlich sehen, oder ihr seid an einem anderen Punkt. Wer weiß, wie viele Basen es hier im Wald gibt? Kami? Mir ist ja, hier. Eine bekannt. Okay, gut. Falls wir überhaupt an der richtigen Stelle sind. So, jetzt stehen wir hier ganz oben auf dem Berg. So. So, ich guck mal durch die Bäume durch. Wir machen es mal anders. Wir wollen keine Flair, ne? Siehst du Penisfelsen? Penis? Ja, ganz viele. Okay, in deiner näheren Umgebung? Ja. Weil in der Richtung sind keine, die sind nur in dieser. Das heißt also, er muss hier sein, oder Kami? Ja. Will denn das doofe Ding hier nicht sterben? Direkt neben uns ist auch ein Penisfelsen. Hier links sind auch noch welche. Verdammt. Ja, das ist ja hier unten der Bereich. Ich töte ihn und er tanzt. Sagen wir mal so, seid ihr in einer Senke in der Nähe eines Sees? Nein. Jetzt gerade nicht mehr. Ja, aber da wart ihr auch schon verdammt nah dran. Ja, See oder Meer? See. Weil dahinter... See, man erkennt das. Hier hinten... Warte mal, ich guck jetzt... Warte mal, Kami, ganz kurz. Bleib mal stehen, ich komme gleich zu dir. Okay. Ich will gerade mal mein Leben riskieren. So, das hier ist ein Dungeon für Stufe 7 bis 10. Im Wald. Weiß ich gerade nicht auswendig. Tut mir leid. Siehste. So. Ja, aber hier hinten ist das Meer. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ist denn der Kami? Hier, ich sehe dich. Hinter dir. Hinter dem Stein. Ich bin hinter dem Stein. Ach so. Gut. So, jetzt sehen wir hier unten den See. Das ist das Meer, das ist kein See. Okay, es ist ein Meer. Dann seid ihr falsch. Boah. Denn das Meer ist von der Stelle, wo wir waren, noch etwas weiter weg. Ich weiß nicht, wo ihr waren, wo ihr seid. Aber wie kann er dann den Dungeon sehen? Vielleicht ist es ein anderer.
Ich kenne sicherlich nicht alle, die auf dem Planeten sind. Okay, dann müssen wir doch mal über den Berg rüber. Ja, in die andere Richtung würde ich auch sagen. Also hier ist ja jetzt nicht mehr viel. Ja. Weil da hinten ist wieder wüstig, ist es da wieder. Steinig, felsig, wüstig. Also lass nochmal hier. Aber ich muss sagen, Kami hat es schon sehr gut erfasst, dass ich immer in der Nähe von sehr großen Baumansammlungen bin. Na, ich mein, ja, so, es ist ja hier massig. Es ist ja nicht so, dass hier gar nichts wäre. Hier ist ja übertrieben viel, finde ich. Ja. Dann anders gefragt. Es ist auf der anderen Seite des Bergs eine Senke und danach kommt dann der Berg wieder zu unserer alten Basis? Oder seid ihr auf dem Berg zu unserer Basis? Wir sind aber, glaube ich, schon so zwei Berge gegangen, bis wir hier waren. Nee, weil zwei, drei, von vier. Von unserer Basis aus müsste man eigentlich immer nur straight weiter Richtung Norden. Ja, da sind wir wahrscheinlich dran vorbeigegangen. Weil wir hier auch so eine Nord-Süd-West-Ausrichtung haben durch einen Kompass, du, der hier... wenn du auf die Sonne achtest, kriegst du das hin. Aber die ist doch gleich untergegangen. Sonne. Welche Sonne? Aber da, wo ihr jetzt seid, kann ich euch natürlich nicht sagen, wo ihr hin müsst. Hallo. Okay. So, jetzt sind wir hier in der Senke. Gehe ich mal davon aus. So, hier ist eine... Okay, hier sind schwebende Berge. Ganz viele. Komm, wir gehen hier runter. Ja. Gerade sagen, komm, hier gehen wir auch runter. Kann mir mal kurz erklären, was P-Berge sind, bitte? P-Berge halt. P-Berge, genau. PayPal-Berge. Ach so. Zahlen die Geld aus? Yep. Ja. Kriegst du mal ganz viel kostenlos. Wenn du sie lang genug melkst, schon. Musst du mal hingehen, deine Hose runterziehen und dann zahlen die dir Geld aus. Ich glaube, das hier meint er mit See. Scheiße. Ich glaube, hier meint er den See. Kann das sein? Ja, das ist der See. Der See. Der See. Der See, guck mal, ob das Dingens da ist. Guck mal, da hinten sind noch mehr Bäume, die sind bestimmt da. Seid ihr bei den Bäumen oder wo nicht so viele Bäume sind? Wir sind, unser Zeug steht direkt an einem Dungeon, der mitten in der Erde steckt. Guck mal, da hinten leuchtet was Dungeiges. Nee, ich glaube, das ist, Element X? Ja, wobei, wenn du genau auf die andere Seite meinst, das... Das auf der anderen Seite. Aus, ja, auf der anderen Seite. Wie Element X, nur leuchtender. Danny, deine Seele blendet mich. Hier ist eine Lootkiste. Ich wollte gerade sagen, hier ist eine Lootkiste. Vielleicht können wir die ja looten. Pass auf, da ist ein Level 6er. Ah, der tut nichts. Nee, der hat Angst. Der ist lieb. Und? Und? Level 7. Oh, alter Schwede. Dammit. Gut. So. Da hinten ist das nächste. Hat das eigentlich, hat das Spiel eigentlich bei Steam die Tags unter anderem Walking Simulator? Ja, das war ich auch. Dance Simulator und Walking Simulator. Das muss da hinten das sein, da wo der Dungeon ist. Das muss der Dungeon sein. Ja, gehe ich von aus. Im Boden hat er ja auch gesagt. Ja. Ja, und hier sind riesig viele Penisberge. Ein P-Berg haben wir uns doch. Ja, Entschuldigung, P-Berge. Ah, jetzt hast du es Pox verraten. P-Berge. Toll. Und Haarsteine. Jetzt weiß Pox wieder, was das ist. Dann. Hä? Oh. Er achtet mal wieder auf mich. Wow, wow! Alter, dass die hier mal Feuerwerk machen, wenn wir kommen. Was will der denn jetzt von mir? Nee, der wollte nur mal riechen. Ja, ich sehe die Basis. Hier rechts. Ich sehe sie. Und da, ich sehe die Seele von Sunny. Ja, schwarz wie eh und je. Ja, so wie das sein muss, ne? Gut, also das heißt, wir sind einmal komplett um die ganze Insel gegangen und hätten eigentlich nur einmal über den Berg gemusst. Ja, so in etwa. Geil. Naja, um die komplette Insel seid ihr wahrscheinlich noch nicht rum, dann wärt ihr nämlich in der Dingens gelandet. Im Enddesert. Was ist denn das hier für ein Dungeon? Alter, der sieht ja heiß aus. 6 bis 9. Also geht der bis 13 wahrscheinlich. Komm. Wahrscheinlich. Mal gucken. Ja. Gehst du da rein? Mal rein. Jo, ich bin lebensmüde. Nee, ich will mich erstmal hier binden. Irgendwie. Achso, ja, stimmt. Gar keine schlechte Idee. Wo kann ich mich hier binden? Da an der Basis steht direkt das auch wieder Ding, das Ding. Das, was sich da so dreht hier. Das Ding dreht das sich bei dir dann sich, nicht. Achso. Es dreht sich erst, wenn man das. Ja. Ah, jetzt dreht es sich. Juhu. Und wenn ich jetzt sterbe, dann komme ich da raus. Ja. Ja, du kannst jetzt also ganz oft sterben. Komm, Kami. Ja, gut, ja, wir gehen da mal rein. Wir haben die ganze Zeit schon was ohne uns gemacht. Wir machen das jetzt hier zusammen. Mach das ruhig. Bäm! Oh, sind wir jetzt hier schon Level 9? Was ist das für eine Verarsche? Ey, ich dachte 6 bis 9. Nee. 6 bis 9 heißt auch, dass da bis 9er Gegner sein können. Ja, aber man kann es doch langsam anfangen, oder? Ach, haben die Texturen hier neu gemacht? Mit den. Guck mal, hier hinter uns. Hier ist so grün. Hier ist so grün. Das ist ein anderer Dungeon, das weißt du, ne? Ja, aber. Ja, ich war noch nicht in so vielen.
Achso, nee, das ist ein anderer. Wenn du mal zum Beispiel sowas wie WoW gespielt hast, da gibt es halt auch mehrere Dungeons, ja, unterschiedliches Design und so. Und oh, jetzt hör doch auf den komm, Arm zu. Lass uns den retten. Lass uns den Arm da retten. Wie kannst du heute nur so gehässig sein? Echt mal. Alter, der geht ja ab. Alter Schwede. Macht der Schaden? Ich stun ihn. Hinter von hinten! Ich bin tot. Oh, hier ist auch noch ein Boss. Oh, scheiße. Ich hoffe, ich komme an meine Sachen. Ach, schaffe ich schon irgendwie. Also bei euch beiden läuft's, oder? Wie kann das sein? Ja. Ja. Wir haben Spaß auf jeden Fall. Richtig Spaß. Ich komme. Nee, lass. Ich laufe. Du stirbst. Ja, ist ja egal. Ich werde nur meine Sachen holen. Du stirbst. Scheiße. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich bin raus. Oh, fett slimy Arsch. Oh, nee, ist nicht dein Ernst jetzt. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, ist dann meine alte Loot-Dings weg? Nein. Gut. Kann ich den vorbeigehen aufsammeln? Ja. Warte mal. Shocking Bomber. Creeper! Yep. Mittlerweile haben sie einen gescheiten Namen, den man aussprechen kann. Was hatten die zuvor für einen Namen? Zangtingvorakmil oder so hießen die. Also so einen ähnlichen Namen wie Sanrillas. Arsch. Was bist denn? Aber mit zwei Ohren bitte heute. Mit zwei Ohren bitte, ja? Bist du so gehässig heute? Es muss auch mal eine gehässige Folge geben, oder? Das liegt nur daran, dass ich einfach weitergemacht habe und ihnen das nicht passt. Weißt du, wenn ich wüsste, dass du nicht verheiratet bist oder sonst irgendwas, ne? Dann würde ich sagen, du hattest schlechten Sex, aber du bist verheiratet, du hast gar keinen. Wer ist denn jetzt gehässig, ja? Ja, irgendwie muss man ja auch mal wieder zurückhassen. Boah, ich habe ein Level 7er platt gemacht, bin zwar fast tot, aber ich habe es geschafft. Yeah, Alter, Kami, ich habe voll die dicken Eier, weißt du? Au. Ja, das hatten wir ja gerade schon als Thema. Genau. Hast du den da? Na? Ja, der bewegt sich gar nicht, der backt hier. Oh, toll. Bam! Cheated. Komm doch her, los, ja, ja. Ey, der hat's auf mich abgesehen, kann es sein? Der dreht sich immer zu mir. Warum gibt's eigentlich so wenig Ohr? Keine Ahnung. Wow, wow, wow! Boah, der kippt aber auch nicht um, ne? Kami? Ja? Musst du nur aufpassen. Alter, jetzt kommt er. Da ist ein Boss. Das ist ach, na toll, Alter. Ey, oh, jetzt sind noch Level 9er. Ey, das ist ja perfekt. Ah, Hilfe. Ich glaube, ich muss mal irgendwie was machen. Der Schleim kommt. Der Schleim kommt. Der Schleim kommt, Mann. Slimeball. Das klingt irgendwie nach einem sehr ekligen Film. Aber Pox kennt sich ja mit sowas aus. Nach was? Ach, scheiße, ey. Schleim. Eklige Filme und Schleim. Ja, ja. Yep. Ach, du kämpfst da noch. Sag doch was. Ich mach den Schleim hier platt. Mach den platt. Ja, Level up. Hey, Glückwunsch, Kami. Danke. So. Ey, ich bin kurz vorm Verrecken. Aber ich brauche mehr Ohr. Kannst du dir nicht ein Dings craften? Ich brauche irgendwie 550 für mein Scheißteil. Ach so, oh, ich hab ihn getötet. Nice. Komm zu mir. Nein. Die Blueprints kommen zu mir. Beschiss. Okay. Hier überhaupt nichts ist, also gar keine wirkliche Basis oder so, sondern einfach hier nur Displays rumstehen. Ich möchte euch nicht schon wieder den Spaß verderben. Ich weiß, ich mache das mindestens zweimal pro Woche, aber guck mal auf die Folge ist wieder vorbei. Nee. Hä, wie jetzt? Wieder 15 Minuten rum? Ja. Ach du Scheiße. Ja, toll. Ja, ich wollte, ja, habe ich ja alles geschafft, was ich wollte. Wir haben die Basis gefunden, wir waren in einem Dungeon, du bist einmal gestorben, ja. Hab's überlebt, passt. Wir haben getanzt, also ich werde die Folge auch tanzend beenden. Genau. Ja, wartet kurz, bis ich da bin, dann ja, hier, tanzen wir zu dritt. Komm her, wir stehen bei den Dingensen, weil ich glaube, dann gibt's auch einen Sound ab drei Leute, einen dazugehörigen. Okay. Bin gespannt. Ich bin je mehr da. Leute tanzen, umso lauter wird die Mucke. Oh mein Gott. Wo ist der Pox? Ich bin fast da. Jetzt warte halt eine Sekunde. Ja, wir warten doch. Also wir tanzen schon mal vor. Wir tanzen uns schon mal warm. Ich hab nur eine Holzrüstung. Da bewegt sich's relativ schwer drin. Ist
sehen gar nicht. Und wo ist der Sani? Ich sammle immer noch Erz, damit ich mir ein Jetpack bauen kann, um wieder rüberzukommen. So, wie, warte mal, wie geht High Five nochmal? Ich will auch High Five geben. Bam, Back Five. Bam, und tanzen. Hört ihr die Musik? Nee, jetzt tanzt alle. Kommt gar keine Musik mehr. Ey, das haben die rausgepatcht. Oder wir brauchen 4, kann auch sein. Sani, wo bist du? Ah, egal. Okay, Sani, du hast begonnen. Nein, stimmt gar nicht. Kami hatte begonnen. Kami hat angefangen, also bringst du es auch zu Ende. Ja, liebe Leute, leider ist es schon soweit und der Pox muss ins Bett. Deswegen müssen wir jetzt aufhören. Lasst doch mal einen Daumen da, checkt die anderen Kanäle und alles aus bei eurem Let's Player eurer Wahl. Und wir sehen uns die Tage dann wieder. Ich sag, haut rein, bis denne. Pox macht alles, glaube ich, kaputt. Tschüss. Einen feurigen Tag noch.